Moin Moin und herzlich willkommen meine lieben FIFA-Freunde zu einem neuen Karrieremodus auf meinem Kanal. Wenn ihr mich noch nicht kennt, und das werden wahrscheinlich die meisten sein, mein Name ist Sir Zero Cool und wir starten hier, ihr seht es schon, mit Manchester United. Zur Erklärung für euch, Louis van Gaal wurde tatsächlich gefeuert, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel entnommen. Ja, den Verantwortlichen, den Fans hat einfach der Spielstil nicht mehr gefallen. Punktetechnisch ist es halt schlichtweg auch nicht ausreichend gewesen und deswegen hat sich der Vorstand oder die Verantwortlichen haben sich einfach gedacht, Mensch, nach dem General Louis van Gaal mussten wir wieder mal ein Sir für Man United verpflichten. Nach dieser tollen Ära von Sir Alex Ferguson sind wir jetzt dran, Sir Zero Cool, beziehungsweise ich bin dran und das möchte ich gemeinsam mit euch machen. Im Endeffekt, wir werden es hier nochmal sehen, oder ihr seht es hier. Wir schauen mal eben, wir müssen vorher nochmal ein Turnier wählen. Aber zur Erklärung für euch. Also diejenigen, die mir schon zuschauen, die meinen Werder-Karrieremodus gucken, ja, keine Sorge, der wird definitiv weiterlaufen. Das ist einfach nur ein zusätzlicher Karrieremodus. Ein bisschen anders als der mit SV Werder Bremen. Für euch, und den möchte ich natürlich mit euch gemeinsam gestalten. Zur Erklärung, sprich, ich möchte hier definitiv mal so richtig aus dem Vollen schöpfen, was Transfers anbelangt, ja, was aber auch den Spielmodus anbelangt. Es sind keine Grenzen gesetzt, ja, wir können auch ruhig unrealistisch in Anführungsstrichen werden, was die Transfers betrifft. Wir werden hier eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Ihr seht es hier vielleicht selbst, 128 Millionen Euro. Ja, 128 Millionen, damit kann man sicherlich eine Menge anfangen und da können wir durchaus auch gerne, wenn ihr es so wollt, Spieler wie Neymar verpflichten, wie meinetwegen, das wäre natürlich super nach dieser Durchstrecke, so zu Beginn eine Rückholaktion mit Cristiano Ronaldo beispielsweise oder auch andere Klasse-Spieler einfach. Pogba ist sicherlich auch ein interessanter dabei, beziehungsweise vielleicht auch in der Defensive solche wie Sergio Ramos oder Alaba. Ist völlig egal, schreibt es mir und das ist dann meine Frage und meine Bitte an euch. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Hier, das ist erstmal nur ein Infovideo für euch. Im Endeffekt, das werde ich auch versuchen, möglichst kurz zu halten. Sprich, da werden wir nicht allzu viel machen. Ich möchte in den Transfers nicht richtig beginnen, bevor ihr nicht dort einsteigt. Und ich sehe gerade, was ist das denn hier bitte? Achso, Moment, nee, ich dachte kurz, das ist Champions League, aber alles klar, das hätte nicht so ganz gepasst mit New York. Und ansonsten möchte ich natürlich hier auch definitiv Folgendes anstreben, also ganz klar mit dem Potenzial, was die Mannschaft hat, die spielt momentan in der Realität absolut unter ihren Möglichkeiten, sprich, möchte ich definitiv Meister werden und sogar die Champions League gewinnen. Ich denke, das sollte klar sein, gerade auch mit der Kohle, die wir zur Verfügung haben für die Verstärkung. Ja, und da seid ihr jetzt einfach mitgefordert. Wir können einen Bale holen, wir können einen Cristiano Ronaldo holen, wir könnten, naja, Messi, weiß ich nicht, ob er unbedingt vom Barca weggeht, aber wir könnten versuchen, Messi zu holen, wir könnten versuchen, Neymar zu holen, einen Pogba zu holen, ja, einen De Bruyne, einen Thomas Müller, das sind alles richtig geile Spieler und da werden wir gleich uns nochmal kurz den Kader angucken, damit ihr ungefähr ein Bild habt, wo wir was benötigen, wie ich vom Spielsystem spielen möchte, wobei da könnt ihr mir auch gerne einen Tipp geben, was ihr euch da so vorstellt, Pokalsieg, alles klar, das sind so Sachen, die kennen wir glaube ich alles, wir sollen nach dem Stürmer Ausschau halten, ja, das sehe ich ähnlich, gucken wir aber zusammen dann, der erste Scouting-Bericht ist da, das interessiert mich momentan noch nicht. Vorstellen, Ligaziel, Champions League Qualifikation, da sage ich ganz klar, wir wollen definitiv Meister werden. Dann gehen wir kurz in den Kader rein, ich werde mal kurz die Aufstellung ein bisschen ändern. Also was ich mir persönlich vorstelle ist Folgendes, entweder wir spielen ein 4-3-3 mit einer falschen 9 oder wir spielen ein 4-3-3 im Endeffekt mit einem richtigen Stürmer. Diese beiden. Wenn ihr was einen anderen Vorschlag habt, schreibt es mir gerne rein. Aber dafür würde ich dann gerne schauen, dass wir dann halt einen guten Kader zusammen haben in der BPA. Sicherlich eine sehr, sehr interessante Liga. Werden wir sicherlich auch ein paar mehr Spieler benötigen, einfach weil da richtig viele Spiele auch mit den ganzen Pokalen aufeinander kommen. Wir gucken hier kurz in den Kader. De Gea ist, denke ich mal, gesetzt im Tor. Wir haben noch 3 weitere Torhüter. Von daher muss ich sagen, sehe ich da wenig Handlungsbedarf.
diesen Johnstone können wir mal hier schon mal verleihen. Setzen wir auf die Leihliste. Romero könnten wir fast verkaufen, weil mehr als zwei brauche ich eigentlich nicht. Wobei der ist gerade frisch erst gekommen. Von daher geht das schon mal nicht, weil das möchte ich nicht verkaufen in der Innenverteidigung. Sicherlich Smalling oder Rojo ziemlich gesetzt dahinter, kurz dahinter Jones, auch sehr interessant, und danach wird schon ein bisschen mau. Von daher würde ich sagen, wir könnten sogar fast einen Innenverteidiger noch benötigen. Das mit den Leihspielern bzw. Käufen werde ich dann gleich auf Kamera mehr oder weniger machen. Linksverteidiger haben wir aktuell nominell nur Luke Shaw. Auch da könnten wir sicherlich, ob es jetzt ein Gaia oder ein Alaba beispielsweise ist, könnten wir sicherlich noch einen vertragen. Ohne Frage als Alternative. Rechtsverteidiger sind wir relativ ordentlich aufgestellt mit drei Stück, wobei auch hier, das sind eher Nachwuchsspieler. Haben wir auch nur Damian als ein Nominellen, auch da könnten wir was gebrauchen. Yunusay ist verliehen, Young, Mata, Valencia, wobei Mata sich eher in der zentralen Position. Blind, Schneiderlin, Carrick, Fellaini. Ah, von dem könnten wir auch den einen oder anderen wahrscheinlich hier verkaufen. Herrera haben wir hier noch. Person, Rodwell, Schweini. Das sind schon richtig gute Spieler, wobei wir auch den einen oder anderen sicher hier loswerden können. Also auch auf der zentralen bzw. zentralen defensiven Mittelposition könnt ihr mir gerne einen Spieler vorschlagen. Depay als linker Flügel, auch dort könnten wir vielleicht noch einen zweiten gebrauchen. Rechten Flügel definitiv auch. Und dann kommt der Sturm. Wo dann die nächste Sache ist, Rooney ist der sicherlich gesetzt, ist eine Legende bei Menu, ohne Frage. Aber wenn nicht sogar ein gutes Angebot kommt, ob man den nicht abgibt, Martial, Top-Talent, definitiv einer, den wir behalten werden. Und dann wird es auch schon wieder ein bisschen mau. Jetzt habt ihr einen kleinen Überblick. Ich denke, hier mache ich dann auch einen Cut. Ihr wisst, worum es geht, ja, wie ich das Ganze aufbauen möchte. Also hier können wir völlig unter Fantasie freien Lauf lassen und versuchen, eine richtig starke Bombenmannschaft zusammenzustehen. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Ja, wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert mich, um die Serie einfach zu verfolgen. Und ganz, ganz wichtig, schreibt mir in die Kommentare, welche Spielsysteme wir spielen sollen, welche Spieler wir verpflichten sollen, an denen ich mich halten soll. Und im Endeffekt, dass wir gemeinsam hier das Ding richtig rocken und Menu dort wieder hinbringen, wo sie hingehören, wo sie in den, Jahrhundertwende waren, wirklich zu einem richtigen Top-Team, was die Liga wieder dominiert. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.